Wir feiern im Namen Gottes, des Schöpfers, der Leben gibt und Leben erhält. Im Namen Jesu Christi, der Licht ins Leben bringt. Im Namen der Heiligen Geistkraft, die Freude, Tröstung und Zuversicht gibt. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung auf die Ewige setzt, seinen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und das Meer und alles, was in ihnen ist, der Treue bewahrt auf ewig, Rechtschaft den Unterdrückten, den Hungrigen Brot gibt. Amen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst am Dank-, Buß- und Bettag. Das Eidgenössisch lasse ich für einmal weg. Dank-, Buß- und Bettag. Ein wichtiger Tag im Lauf des Jahres. Eigentlich sollte jeder Tag ein Dank-, Buß- und Bettag sein. Danken für so vieles. Umkehren auf den Weg zum Ziel des Lebens und das Beten, das gehört sowieso dazu. Ob mit Worten oder mit Gästen, im Stillen oder laut. Besonders grüße ich Michał Jablonski, den Pfarrer von Warschau, der heute bei uns ist. Monika Reicht, seine Frau und die Übersetzerin. Und dann ist Sebastian Rossack bei uns. Er ist der Präsident des Kirchgemeinderates in der reformierten Gemeinde in Warschau. Wir werden alle drei nachher erleben. Ich freue mich, dass wir miteinander Gottesdienst feiern. Reell und nicht einfach virtuell, wie wir es schon getan haben. Und dann, schön, Daniel, dass du heute wieder mitmachst. Denn du hast ja diese Beziehung nach Warschau viele Jahre begleitet. Und Christian Vargas, der quasi heimgekommen ist nach Gümligen als Organist, allerdings zum ersten Mal an der neuen Orgel. Christoph Vargas hat uns schon begrüßt mit einem zeitgenössischen Orgelstück Sunday Processional von Christopher Tambling, 1964 bis 2015. Wir werden noch mehr zeitgenössische Orgelstücke hören. Herzlichen Dank schon jetzt. Gemeinsam stimmen wir ein ins Lied. Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit. Lied 237, 1, 2 und 4. Und wir bleiben pandemiehalber zum Singen sitzen und die Masken auf. Thank you.
Betag gehört die Betagsbotschaft des Synodalrats. Ich habe sie versucht zusammenzufassen. Zum Zusammenhalt der Gesellschaft. Es war oft die Rede davon, dass Jugendliche besonders unter den Folgen der Pandemie leiden. Dazu gab es etliche Studien. Gleichzeitig waren Bewohnerinnen und Bewohner von Alters- und Pflegeeinrichtungen über viele Wochen weitgehend von der Außenwelt isoliert. Unzählige Menschen sind von existenziellen Sorgen geplagt, sei es, dass sie in ihrer Tätigkeit mit Berufsverbot belegt wurden oder ihre Arbeitsstelle wegen wirtschaftlichen Folgen der Pandemie gefährdet ist. Viele Menschen sorgen sich über ihre Zukunft und die Zukunft ihrer Kinder, während andere die Folgen von Covid-19 kleinreden. Und wir haben es ja erlebt, die Demonstrationen am Bundeshaus, es ist erschreckend. Der Synodalrat betont, wir brauchen eine gemeinsame Hoffnung, um den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken und gemeinsam Schritte in die Zukunft zu tun. Und da, so der Synodalrat, können wir von Jesus und seiner Reich-Gottes-Predigt lernen. Es gibt etwas Größeres als uns und unsere Welt. Jeder und jede von uns hat die Zeit, die Fähigkeit, die Kraft, die Kompetenz und die Ressourcen, um an diesem Größeren, sprich für das Reich Gottes, mitzuwirken. Als Christinnen und Christen können wir dazu beitragen, dass dieses Reich Gottes jeden Tag ein Stück Wirklichkeit wird, hier und jetzt. Daraus können wir Mut, Hoffnung und Vertrauen für die Zukunft schöpfen. Liebe Gemeinde, so endet der Synodalrat. Liebe Gemeinde, der Synodalrat hofft, dass es uns immer wieder neu gelingt, den zum Werden und Wachsen des Reiches Gottes beizutragen, dass der Segen Gottes über unserem Wirken sein werde. Soweit also der Auszug aus dieser Betagsbotschaft. Den ganzen Text finden Sie auf der Webseite. So lasst uns beten. Großer, ewiger Gott, Sonntag für Sonntag versammeln sich Menschen zum Singen, Beten, Hören, Feiern in Gümligen, in Warschau und an vielen anderen Orten. Die Menschen kommen fröhlich und traurig, unsicher und zuversichtlich, suchend und findend, glaubend und zweifelnd. Alle sind wir deine Geschöpfe, Gott, von dir geliebt und erfüllt mit Lebensatem. Du, Gott, lässt uns gelten, so wie wir sind. Du nimmst uns an, so wie wir kommen, aus Gnade und Güte. Das hat uns Jesus Christus, dein Sohn, verkündigt. In ihm begegnet uns deine Liebe, heute und bis in alle Ewigkeit. Amen. Vor, zwischen und nach den Lesungen und zwischen den Lesungen ohne weitere Ansage singen wir aus dem Betagslied 517: Beschirm uns Gott, bleib unser Hort. Thank you.
Prophet spricht. Ja, Gottes Güte hört nicht auf. Sein Erbarmen hat noch lange kein Ende. Jeden Morgen erbarmt er sich von Neuem. Gott, deine Treue ist unfassbar groß. Auch wenn er straft, erbarmt er sich wieder. Unfassbar groß ist seine Güte. Geschrieben, der Geist, den Gott uns geschenkt hat, lässt uns nicht verzagen. Vielmehr gibt er uns Kraft, Liebe und Besonnenheit. Aber jetzt wurde diese Gnade offenbar durch das Erscheinen unseres Retters Christus Jesus. Er hat den Tod besiegt und durch die gute Nachricht unvergängliches Leben ans Licht gebracht. Gott hat mich eingesetzt, damit ich diese gute Nachricht als Apostel und Lehrer verbreite. Aus dem Johannesevangelium, Kapitel 11, die Verse 21 bis 26. Martha sagte zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, das wird er dir geben. Jesus antwortete: Dein Bruder wird auferstehen. Martha erwiderte: Ich weiß, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung der Toten am letzten Tag. Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Auch und wer lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht von Gott getrennt. Glaubst du das? Amen. Wysłuchajmy fragmentu Ewangelii Jana, rozdział 11, wiersz 21. Marta powiedziała do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat nie umarłby. Moi drodzy, ile razy w naszym życiu sami wypowiadamy podobne zdania? Bez względu na to, czy mieszkamy w Szwajcarii, Polsce czy Afganistanie, w bogatym czy biednym kraju, w poczuciu, że
Pan teraz jest daleko, że się spóźnił, że zapomniał, że nie dostrzegł. Że wszystko, co wiadomo o nim z Pisma Świętego, jest bezużyteczne, ponieważ wtedy, kiedy go naprawdę potrzeba, nie ma wtedy go. Gdyby był tu z nami, złe rzeczy nie przytrafiłyby się nam i naszym bliskim. A gdyby się przytrafiły, to on mógłby je naprawić swoją boską mocą. W jakiś sposób by zainterweniował. Jak więc Bogu dziękować? Martha sagte: Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Wie oft in unserem Leben sagen wir sowas? Ob wir in der Schweiz, in Polen, in Afghanistan leben, in einem reichen oder armen Land? Wie oft haben wir dieses Gefühl, unser, mein Herr sei weit weg, sei zu spät gekommen oder habe gern gar vergessen, vielleicht auch nicht bemerkt? Und was? Nochmal, oder? Okay. Und alles, was über ihn in der Bibel steht, scheint eigentlich nutzlos zu sein, denn er, gerade wenn wir ihn brauchen, ist einfach nicht da. Wäre er da gewesen, wäre weder uns noch unseren Nächsten nichts Schlimmes passiert. Und wenn, dann hätte er mit seiner Macht, Macht des Gottes, alles wieder gut machen können oder irgendwie eingreifen können. So, wie können wir ihm danken, dankbar sein? Przede wszystkim, moi drodzy, trzeba sobie uświadomić i innym, że część chrześcijan zdaje sobie sprawę z przepaści między światem, o którym czytają w Piśmie Świętym, a światem, w którym teraz żyją. Z jednej strony cuda, uzdrowienia, wzbudzenia zmartwych, głos Boga, objawienia, anioły, a z drugiej strony, no właśnie, co? Jeśli oni żyli w rzeczywistości, w której działy się rzeczy nadprzyrodzone, to współczesny człowiek żyje w rzeczywistości, w której po wodzie już się nie chodzi. To jest po prostu niemożliwe. Ale uwaga, problem nie polega i nie tkwi w tym, że to, co opisane w Biblii, działo się już dawno temu. Problem polega na odmiennym sposobie postrzegania i wyrażania tej niezmiennej i wciąż aktualnej rzeczywistości. Rzeczywistości Bożej. Gdyby Biblia była pisana dzisiaj, to prawdopodobnie używałaby zupełnie innych obrazów czy porównań, by opisać doświadczenia Bożego spotkania. Jestem przekonany również, że gdybyśmy zostali przeniesieni do przyszłych czasów, zobaczylibyśmy i usłyszelibyśmy te same rzeczy, które widzimy i słyszymy teraz, ale opisane w nieznany i niezrozumiały nam sposób. Vor allem müssen wir für uns selbst und für auch andere erkennen, dass sich manche Christen dieser Kluft zwischen der in der Bibel dargestellten Welt und der Welt, in der sie leben, bewusst sind. Einerseits gab es früher Wunder, Heilungen, Auferstehenden von den Toten, die Stimme des Gottes war zu hören, Offenbarungen, Engeln. Während heute, ja, was heute? Die ersten Christen lebten in einer Wirklichkeit voll von übernatürlichen Geschehnissen. Und der moderne Mensch lebt in solch einer Realität, in der man nicht mehr auf dem Wasser geht. Es ist einfach nicht möglich. Vorsicht aber! Das Problem liegt nicht darin, dass alles, was die Bibel darstellt, so lange her geschehen ist. Es geht nämlich um eine ganz unterschiedliche Art und Weise, wie wir alle allgegenwärtige und unveränderliche Gotteswirklichkeit wahrnehmen und zum Ausdruck bringen. Wäre die Bibel heute geschrieben, so würden mit aller Wahrscheinlichkeit andere Bilder oder Vergleiche
als Beschreibung der Erfahrung einer Begegnung mit Gott gewählt. Ich bin sicher, dass wenn wir uns mal in die Zukunft transmittieren könnten, so würden wir dieselben Dinge sehen und hören, die wir es heute erfahren, bloß auf eine völlig unerkennbare und unverständliche Art und Weise beschreiben. Pozostaje jednak wciąż to zdanie i to bolesne pytanie: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Dziwne, że zarówno Marta, jak i Maria mówią tak dokładnie w ten sam sposób dwa razy. Jakby wypowiadały się w imieniu całej ludzkości. Najpierw swoim, a potem całej przyszłej ludzkości. A co robi Jezus? On wskrzesza Łazarza z martwych. Czy dlatego, że jest Synem Bożym, a więc może to zrobić? Być może. Ale nie czyni tego w odpowiedzi na lament i błagania zbolałych kobiet. Nie zaprzecza śmierci Łazarza, nie przeprasza, że go tam nie było. Mówi wręcz, że cieszy się, iż go przy śmierci Łazarza nie było. W dalszej części wydarzenia przypomina im, uczniom swoim i nam, o tym wszystkim, co powinno podtrzymywać człowieka, nawet gdy wydaje się, że Pana akurat w tym momencie nie ma przy nas. Stets aber müssen wir uns mit diesem peinlichen Satz auseinandersetzen: Herr, wärest du hier gewesen, so mein Bruder wäre nicht gestorben. Es ist merkwürdig, dass Martha und Maria ihn zweimal wortwörtlich wiederholen, als würden sie im Namen der gesamten, auch der zukünftigen Menschheit sprechen. Und was macht Jesus dann? Er weckt Lazarus von den Toten. Tut er das, weil er Gottes Sohn ist und kann es einfach tun? Vielleicht. Aber bestimmt nicht als Antwort auf die Klagen der verzweifelten Frauen. Er verneint nicht den Tod von Lazarus, entschuldigt sich auch nicht wegen seiner Abwesenheit. Umgekehrt, er sagt, er freue sich, dass er dabei nicht war. Und weiter erinnert er die da Anwesenden und uns auch in dem Moment an all das, was den Menschen unterstützen sollte, auch wenn es scheint, dass der Herr in diesem Moment nicht da sei. Po pierwsze, choroba nie musi tylko prowadzić do śmierci. Ona może ukazywać chwałę Bożą. Bo nie chodzi przede wszystkim o chorobę samą w sobie, uzdrowienie z niej lub niemożność uzdrowienia, ale o sposób podchodzenia chorego do niej, jego bliskich, otoczenia, w jaki sposób ją, tę chorobę, przyjmuje. Chodzi o odwagę, o nastawienie, ufność w Boży zamysł i świadectwo swego człowieczeństwa innym. Erstens muss die Krankheit nicht unbedingt zum Tode führen, sondern sie kann die Herrlichkeit Gottes offenbaren. Es geht nicht in erster Linie um die Krankheit an sich, um ihre Heilung oder Nichtheilung, sondern um die Art und Weise, wie der Kranke mit ihr umgeht, auch seine Angehörigen, sein Umfeld. Es geht im Prinzip um Mut, um Haltung, um Vertrauen in Gottes Plan, um das Zeugnis der eigenen Menschlichkeit. Po drugie, Jezus rzekł do Marty: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to? Moi drodzy, właściwie zgodnie z tymi słowami niepotrzebne było wskrzeszenie Łazarza ani cała ta droga do Betanii. On jest zmartwychwstaniem i życie. Wierzący podchodzi do niego nie w prośbie czy oczekiwaniu na poprawę stanu swego ciała, ale w pewnym zaufaniu.
To tak jakby w nim życie i zmartwychwstanie łączyły się w jedno. Nie ma między nimi wyrwy uczynionej przez śmierć. Żyć wiecznie to nigdy nie umrzeć, a ponieważ nie ma tu mowy o dosłownym rozumieniu, oznacza to jedynie życie dla przyszłości, w nadziei. Życie, dla którego śmierć nie jest żadną przeszkodą. Nie jest złem umrzeć. Złem jest stracić duszę. Marta ma tylko zaufać, aby poradzić sobie ze śmiercią Łazarza, przypomnieć sobie, że brat kochał Jezusa i ufał mu. Zweitens, Jesus sagte zu Martha: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nie mehr sterben. Glaubst du das? Eigentlich nach diesen Worten war die Auferweckung des Lazarus und die ganze Reise nach Bethanien überflüssig. Er ist die Auferstehung und das Leben. Der Gläubige kommt zu ihm nicht in der Erwartung, dass sich sein Zustand verbessert, sondern in einem gewissen Vertrauen. Es ist, als ob in ihm Leben und Auferstehung zu einer Einheit verschmolzen sind. Es gibt keine durch den Tod entstandene Lücke zwischen ihnen. Ewig leben heißt nie sterben. Und da von einer wörtlichen Bedeutung keine Rede hier sein kann, bedeutet es nur ein Leben in der Zukunft, in der Hoffnung auf ein Leben, für das der Tod kein Hindernis ist. Zu sterben ist nicht böse. Es ist böse, seine eigene Seele zu verlieren. Um den Tod von Lazarus zu verkraften, braucht Martha nur zu vertrauen, sich daran zu erinnern, dass ihr Bruder Jesus liebte und ihm vertraute. I teraz o oddziaływaniu cudów na życie ludzkie. Moi drodzy, po tym jak Jezus wzbudził Łazarza z martwych, arcykapłanie po raz pierwszy uradzili między sobą, że Jezus musi umrzeć. Od tego więc momentu Jezus zaczął stronić od ludzi i nierzadko uciekał na pustynię. Tak więc wskrzeszenie Łazarza odniosło dwojaki skutek. Dla uczniów był to powód, by chwalić Boga, a dla jego wrogów powód do nienawiści. Cud więc prowokuje do działania ludzką naturę, która może obrócić się w stronę dobra albo w stronę zła. Ci, którzy są zatwardziali w nienawiści, będą nienawidzieć jeszcze bardziej. Zaś w tych, którzy pragną dobra w sobie i w otoczeniu dookoła siebie, człowieczeństwo będzie szlachetnieć. Ein paar kurze Worte darüber, wie sich die Wunder auf unser Leben manchmal auswirken können. Nachdem Jesus Lazarus von den Toten auferweckt hatte, beschlossen die hohen Priester zum ersten Mal unter sich, dass Jesus sterben müsse. Von da an begann er, die Menschen zu meiden und floh oft in die Wüste. Die Auferweckung des Lazarus hatte also eine doppelte Wirkung. Für die Jünger war es ein Grund, Gott zu loben, für seine Feinde aber ein Grund, ihn zu hassen. Ein Wunder provoziert immer die menschliche Natur, sich an das Gute oder Böse zu wenden. Diejenigen, die im Hass verhärtet sind, werden noch mehr hassen, während das Menschliche in denjenigen, die sich und um sich herum nach dem Guten streben, immer edler werden. Wróćmy do opisu wskrzeszenia Łazarza. Moi drodzy, trudno uwierzyć człowiekowi w XXI wieku, że ciało ludzkie od 4 dni martwe, które już
jak Biblia podaje, było czuć, a w innych przekładach cuchnęło, którego mózg był bez dopływu tlenu przez 4 dni, trudno uwierzyć, że takie ciało powstało, reagując na głos ludzki i potem chodziło. Trudno w to uwierzyć, ale bez wątpienia pewien człowiek zobaczył, że ktoś, kto wydawał się martwy, ożył. Wywarło to na obserwatorze takie wrażenie, że próbował opisać to doświadczenie w taki sposób, na jaki pozwalała mu jego wiedza i wiara, w kategoriach cudu, więc czegoś, co jest na co dzień niemożliwe. Kehren wir zur Beschreibung der Auferstehung des Lazarus zurück. Für einen Menschen des 21. Jahrhunderts ist es einfach schwer zu glauben, dass ein menschlicher Körper, der 4 Tage lang tot war, der gerade stank, dessen Gehirn 4 Tage lang ohne Sauerstoffzufuhr gewesen war, auf eine menschliche Stimme einfach reagierte und ging. Es ist wirklich schwer, an solche Wunder zu glauben. Zweifellos aber sah ein gewisser Mann, dass ein scheinbarer toter Mensch wieder zum Leben erwacht war. Dies beeindruckte den Beobachter so sehr, dass er versuchte, das Erlebnis so zu beschreiben, wie es ihm sein Wissen und sein Glaube erlaubten, in Form eines Wunders, etwas, das für uns im Alltag gar unmöglich ist. Moi drodzy, faktem jest, ktoś był umarły i ożył. Moi drodzy, czy naprawdę nie doświadczyliśmy podobnej rzeczy, że człowiek, być może nasz bliski, współpracownik, współwierzący, my sami, był w naszych oczach albo w oczach otoczenia jak martwy. A w pewnym momencie jego oczy zajaśniały, jego sylwetka się wyprostowała, krok wzmocnił, głos nabrał pewności i duch nabrał tej nadziei. Myślę, że, moi drodzy, Jezus pokazuje swoim życiem i słowem, że Bóg jest źródłem życia i można Go chwalić nie inaczej, jak żyjąc w pełni, autentycznie, odpowiedzialnie i w wolności. Jezus pokazuje, że Bóg jest źródłem miłości i można Go chwalić nie inaczej, jak kochając drugiego człowieka, siebie samego i całe stworzenie. I wreszcie Jezus pokazuje, że Bóg jest źródłem tego, co Paul Tillich określił jako męstwo bycia, czyli siły, by sprostać przeciwnościom losu. Es ist Fakt. Jemand war tot und wurde wieder lebendig. Haben wir wirklich nichts Ähnliches erlebt, dass ein Mensch, vielleicht ein geliebter Mensch, ein Kollege, ein Glaubensbruder, vor unseren Augen wie tot war und in einem bestimmten, unerwarteten Moment seine Augen aufleuchteten, seine Gestalt sich aufrichtete, sein Schritt stärker wurde, seine Stimme zuversichtlich und sein Geist hoffnungsvoll wurde. Jesus zeigt durch sein Leben und sein Wort, dass Gott gerade die Quelle des Lebens ist und auf keine andere Weise verherrlicht werden kann als durch ein volles, authentisches und freies Leben. Er zeigt, dass Gott die Quelle der Liebe ist und auf keine andere Weise verherrlicht werden kann als durch die Liebe zu unseren Nächsten, zur Schöpfung, zu uns selbst. Und schließlich zeigt Jesus, dass Gott die Quelle von dessen ist, was Paul Tillich der Lebensmut nannte, das heißt die Kraft, Widrigkeiten zu ertragen. Wiara utrzymuje nas, ufających i pokładających nadzieję, w stanie gotowości,
szukamy, pytamy, wątpimy, czekamy, odnajdujemy. Wierzyć to prawdziwie żyć, to prawdziwie kochać i dzielnie być. Na przekór lęku przed śmiercią i wszystkiemu temu, co nam zagraża. I moi drodzy, wtedy takie życie może wydać swój piękny, mądry i Boży plon, jak to widzimy dzisiaj na tym stole. Amen. Der Glaube lässt uns vertrauen und hoffen und immer bereit sein. Wir suchen, wir fragen, wir zweifeln, wir warten, wir finden. Glauben heißt, wirklich zu leben, zu lieben und mutig zu sein. Trotz der Angst vor dem Tod und allem, was uns bedroht. Und erst dann kann solch ein Leben so schöne Früchte und Ernte als Gottes Gabe bringen. Amen. Wir erzählen, wir hören Geschichten, wir hören die biblische Botschaft. Und in dieser Botschaft, Teil dieser Botschaft, ist das Abendmahl. Wir erzählen vom Abendmahl, wir feiern das Abendmahl, aber wir haben nicht das Abendmahl, das Jesus gefeiert hat. Wir feiern heute, wir leben heute, hier in Warschau, irgendwo auf der Welt. Aber wir erinnern daran, wie wir erinnern an die Geschichte von Martha, Lazarus und Maria.
Und indem wir erinnern und uns hineinnehmen lassen in die Geschichte, wird die Geschichte, wie wenn sie heute wäre. Und das ist das Entscheidende. Die Jüngerinnen und Jünger hielten fest an der Lehre der Apostel, an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und am Gebet. Einträchtig hielten sie sich Tag für Tag im Tempel auf und brachen das Brot in ihren Häusern. Sie aßen und tranken in ungetrübter Freude und mit lauterem Herzen, priesen Gott und standen in der Gunst des ganzen Volkes. Sie lebten heute, und das tun wir auch. Wir wollen beten mit Worten von Kurt Marti. Deine Gegenwart, o Gott, gibt uns Mut zur Zukunft. Deine Hoffnung stellt uns auf. Gib uns, wir bitten dich, mehr liebende Fantasie füreinander, mehr liebende Fantasie für die Schöpfung insgesamt. Belebe deine Kirche hier in unserer Gemeinde und überall in der Ökumene. Lass uns nicht konfliktscheu werden im Kampf für deine Sache. Verlass uns nicht im Leiden, denn du bist das Leben auch unseres Lebens, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Du bist Leben auch unseres Lebens. So sagt es Kurt Marti 1983 im Gebet bei seiner Abschiedspredigt. Das Brechen des Brotes, das Teilen des Bechers wird erfahrbar. Das bin ich für euch, Leben. Oder eben, wie wir im Johannesevangelium lesen, Jesus sagte zu Martha: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht von Gott getrennt. So übersetzt eindrücklich die neue Basisbibel. Eben nicht in Ewigkeit leben, sondern in Ewigkeit nicht von Gott getrennt. Das ist für mich eine Entdeckung gewesen, diese Übersetzung. Und ich denke, das trifft zu. Das bin ich für euch. Tut das in Erinnerung an mich. Erinnert, dankt, teilt und lebt. Ungetrennt von Gott. Gerade am heutigen Dank-, Buß- und Bettag. Und Erinnerung ist mehr als ein Blick in vergangene Geschichte, wie wir das gestern getan haben, die Geschichte 1848, 1815, Napoleon und alles, was dazugehört. Nicht das, sondern Vergegenwärtigung des Lebens. Natürlich ist Napoleon für unsere Geschichte in Polen und in der Schweiz wichtig gewesen. Natürlich, natürlich, natürlich gibt es viele, viele Dinge, die wichtig waren. Aber heute gilt es, Leben, teilen, danken. Corona erschwert vieles. Auch das Abendmahl in der traditionellen Form des Brotbrechens und des Teilens des Bechers. Und ich erzähle euch wieder die Geschichte, wie ich mit meinem Vater gestritten habe, ob Abendmahl mit Wienerli und Cola, mit Reiswein und Reisfladen ein richtiges Abendmahl sein kann. Als strenger Lutheraner musste er da natürlich heftig dagegen protestieren. Als von Zwingli geprägte Reformierte rücken die Elemente Brot und Wein in den Hintergrund. Und aus seelsorgerlichen Gründen, so heißt es in unserer Kirchenordnung, ist fast alles möglich. Also auch eine andere Form des Teilens. Denn das Erinnern, das Vergegenwärtigen ist entscheidend. Es ist nicht wichtig, ob das nun Zöpfe ist oder ungesäuertes Brot, so wie das Kastenbrot, das wir hier hatten, als ich hier mit der Arbeit begonnen habe, vor beinahe 20 Jahren. Und die Rinde wurde weggeworfen, beziehungsweise den Kühen von Hans Eschbacher gegeben.
So war's. Aber das ist zweitrangig. Es ist auch zweitrangig, ob es dieses Gutzli ist, das ich am Freitag im Stern bekommen habe für den Gottesdienst heute. Das spielt keine Rolle. Entscheidend ist, wie wir dieses Stück teilen und an was wir denken, wenn wir es essen. Wir tun auch heute, wir denken zurück an Jesu Weg, an Jesu Predigt, an sein Einstehen für die Menschen. Wie wir gehört haben, Lazarus, die Auferstehung, die Auferweckung. Wir fragen, wir zweifeln, aber wie oft stehen wir auf zu neuem Leben, zu neuem Denken, zu neuer Hoffnung, zu neuer Zuversicht? Das ist es, was wichtig ist. Steht auf, lebt. Lebt in Gottes Freiheit. Das gilt Einfachen und Vornehmen genau gleich. Reichen und Armen, Männern und Frauen, Sklavinnen und Sklaven und Großgrundbesitzenden. Und gelobt seist du, ewiger unser Gott, der du Brot aus der Erde hervorbringst. Und gelobt seist du, ewiger unser Gott, der du die Frucht des Weinstocks geschaffen hast. Immer und immer wieder. Aller Augen warten auf dich, Herre, dass du ihnen Speise gibest zu ihrer Zeit. Wir singen und wagen Heinrich Schütz, vielleicht sogar vierstimmig. Deshalb würde ich sagen, wir singen Lied 97 zweimal. Dann können wir uns einmal hineinsingen und beim zweiten Mal dann das vierstimmig wagen. 97. An jene, von denen wir Abschied nehmen mussten. Ernst Widmer, geboren am 10. Januar 1929, gestorben am 27. August. Er war zu Hause am Turbenweg 16 in Gümligen. An Johanna Siegenthaler, geboren am 25.10.1925, gestorben am 26.18.2021. Sie war zu Hause an der Bahnhofstraße 43. Da sagte Jesus zu Martha: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wer lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht von Gott getrennt. Und so wollen wir miteinander das Unser Vater beten und dann einstimmen ins Lied 430, die Strophen 5 bis 7. Und wir beten gemeinsam. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Diese Abendmahlssymbole. Nehmt's mit nach Hause oder esst's hier einfach so, wie es für euch dann stimmt. Brot bringt Leben. Und Leben ist es, was uns der Auferstandene verheißen hat. Ich lebe, ihr sollt auch leben. Nehmt und teilt das Brot des Lebens. Amen. Gott, wir danken dir, dass du uns begleitest, dass du für uns das Leben willst, dass wir ungetrennt mit dir verbunden bleiben, hier und in der kommenden Welt. Amen. Ich danke dir, Daniel, dass du wieder spontan zugesagt hast, mitzumachen. Ich danke euch, Monika und Michael, für eine nachdenkenswerte Predigt mit Aspekten, die ich so noch nicht gedacht habe.
Und ich freue mich auf den Gruß von dir, der dann nachher gerade kommen wird, Sebastian. Die Kollekte, die wir am Ausgang zusammentragen, ist die Betagskollekte, bestimmt für Brot für alle. Und zwar für Klimaprojekte in verschiedensten Ländern. Brot für alle unterstützt mit Partnerorganisationen vor Ort Projekte wie eben Klimatrainings. Da werden Betroffene angeleitet, sich mit konkreten Maßnahmen an die veränderten Bedingungen in ihrer Umgebung anzupassen und die herkömmliche, die traditionelle Landwirtschaft zu stärken. Ich denke, das ist enorm wichtig, dass wir da zusammenstehen und zusammenhelfen, auch mit einer Kollekte. Und schließlich, nach dem Grußwort, dem Schlusslied und dem Segen, sind wir alle eingeladen zur Suppe und zum traditionellen Zwetschgenkuchen drüben im Gemeindesaal. Wir müssen euch leider kontrollieren, wenn wir hinübergehen zum Essen. Es ist neue Vorschrift, dass bei allem, wo gegessen wird, erstens die Menschen, die essen, sitzen bleiben, zweitens die Zertifikate so vorhanden kontrolliert werden, und wer kein Zertifikat hat, da machen wir heute noch eine Ausnahme, weil es geht einfach nicht, das sofort umzusetzen. Also niemand soll nach Hause gehen, aber alle, die ein Zertifikat haben, auf Papier oder im Handy, sollen das bitte dann uns zeigen, damit wir das erfüllen und testen können, ob es funktioniert, was wir am Dienstag dann beim Kaffee mit auf jeden Fall müssen. Am Dienstag wird sich die neue Kollegin Christine Rupp vorstellen im Gespräch mit Ella de Groot im Toracherhus. Und da ist dann Zertifikatspflicht, weil es eben nicht einfach nur ein Gottesdienst ist, da geht es ohne, wenn es nicht mehr als 50 sind. Aber wenn gegessen wird oder Kaffee getrunken, dann braucht es die Kontrolle. So ist es. Also vielen Dank, wenn Sie uns da unterstützen. Nun, Sebastian. Ah, ihr kommt zu zweit. Okay. Liebe Schwester und Brüder im Christus, im Namen der evangelisch-reformierten Gemeinde in Warschau, ich möchte euch alle herzlich grüßen und sogar auf Deutsch. Wir möchten euch alle herzlich danken, nicht nur für eure enorme Gastfreundlichkeit, aber für vor allem für eure offene Herzen und für die Hilfe, die für uns immer sehr, sehr wichtig war. Das möchte ich auf jeden Fall betonen. Und aus Ausdruck dieser Dankbarkeit, wir möchten gerne diese Schale aus Niederschlesien euch alle überreichen. Ich hoffe, es hilft bei einem Gemeindeabend, was immer, ich hoffe, nötig ist. Und was für uns noch wichtig wäre, ich hoffe, dass unsere gemeinsame Zusammenarbeit sich weiterhin entwickeln wird. Danke sehr. Herzlichen Dank, Sebastian. Wir haben nachher noch einmal ein paar kleine Geschenke, die euch an uns und an Bern erinnern sollen. Ich werde sie euch dann drüben im Gemeindesaal überreichen. Doch nun wollen wir einstimmen ins Lied von guten Mächten wunderbar geborgen, 353. Und nun bitte ich euch, zum Lied und zum Segen aufzustehen. Und wir singen das Lied zweimal. Thank you.
Der Ewige segne dich und behüte dich. Der Ewige lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht zu dir hin und gebe dir Frieden. Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię ostrzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłości będzie. Niech obróci Pan